Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal sind wir quer durch Ashbury gelaufen und haben uns eine Mini-Quest erfüllt hier, indem wir dem jungen Mann eine Rüstung gebracht haben, die er sich gekauft hat. Ich glaube, hier in Ashbury haben wir alles durchsucht. Jetzt gehen wir noch rüber ins Hafenviertel. Ich überlege, wir werden wahrscheinlich trotzdem, bevor wir auf die Isle of Despair fahren, noch zu dem alten Anwesen von Malachy Ranch fahren. Könnt ihr euch erinnern, da oben das? Das bringt einen Haufen Erfahrungspunkte, soweit ich mich entsinnen kann. Aber jetzt schauen wir da noch in dieser Gegend uns um. Das ist das Hafenviertel. Da gibt es gleich auch noch ein paar Sachen zum Erkunden. Fine Clothing, Salpeter. Ah, da ist die. Gehen wir mal da lang. Nicht, dass da irgendwelche Leute versteckt sind vielleicht. Also in diesen alten Rollenspielen war es immer so, dass es dann irgendwelche Orte gab, die halt auf der Karte irgendwie abgelegen waren und an denen man dann noch irgendwelche Dinge finden konnte. Und soweit ich mich erinnern kann, in irgendeiner von diesen kleineren Städten gibt es da so ein seltsames. Oh. So ein toter Hund. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gelesen. Den hätte man als Begleiter mitnehmen können. Der wird von seinem Besitzer totgeschlagen. Und wenn man nicht schnell genug dort ist. Also wenn man schnell genug dort ist, kann man ihn davon abhalten. Offensichtlich waren wir nicht schnell genug hier. Vielleicht sind wir nahe genug dran gewesen, dass das Event gefeiert hat und gleichzeitig. Naja, das ist dumm. Das ist schade. Wahrscheinlich sind wir, wie wir vorhin dort runtergegangen sind, hätten wir darüber gehen müssen. Ach Gott. Der arme Hund. Ich bin mir nicht sicher, ob man mitnehmen hätten können. Es kann allerdings sein, dass der nicht zum Charisma-Limit gegolten hätte. Das scheint eine Art Händler zu sein. Ein Elven-Trader. Klingt gut. Interested in trading goods. Ah ja. Dragon Skin Leather um 3000 Euro. Ah, da gibt es eine Litanie. Das ist cool. Die werden wir noch brauchen. Für einen von den Tempeln. Warte mal, das ist so. Habe ich Handschuhe? Jo, aber die sind nicht so besonders. Gloves of Dexterity. Das klingt doch gut. Plus 2 Dexterity. Ja, das ist ja cool. Die sind nicht einmal teuer. Ich glaube, da kaufe ich 2. Eins für mich und eins für irgendeinen von den anderen. So. Okay, das will er nicht kaufen. Das will er natürlich auch nicht kaufen, ist eh klar. Was ist das? Fated Ring. Critical Hit Chance plus 5 und Gambling plus 1. Na, okay. Gilliams Helmet. Okay, naja, gut. So besonders ist der jetzt nicht. Elven Hunter's Bow klingt cool. Ist aber auch nicht so teuer. Andererseits, wozu sollte ich ihn nehmen? Hey, ein Katana. Das ist ja cool. Das macht ja urviel Schaden. Und es ist ziemlich schnell.
Sword of Defense, das habe ich schon. Enchanted Sword. Okay, ich überlege gerade, ob ich diesen Litanei kaufen soll. Für 19 Goldstücke, aber ich glaube, der wird ja nicht wegrennen, der Typ, oder? Hoffe ich zumindest. Na schau, der hat zum Beispiel gar keine Handschuhe. Soll der die kriegen? Nicht der Joker, sondern der Gar. Ah, der hat sogar schon Handschuhe. Vielleicht nimmst du doch die. Dem Joker will ich nicht die magischen geben, weil. Hast du Handschuhe? Nein. Weil nämlich, ich weiß nicht, wie lange der bei mir bleibt. Nicht, dass er dann das ganze tolle Zeug mit sich mitnimmt. So, dann schauen wir mal, was haben wir da drinnen? Das ist immerhin. Oh, Fine Spectacles. Schaut was an. Interested in Trading, Sir. Wir können Brillen kaufen bei dem. Ist ja cool. So brauchen wir Brillen. Gut, so viele Brillen, wenn wir nicht brauchen, oder? Ach, können wir mit dem was auch reden? Are you looking for training as an apprentice? What sort of wares do you carry here? Oh, my skills are quite a speciality, sir. You see, I make quality optical instruments that enhance your vision. I have several pairs of spectacles made up at the moment. Please feel at ease to peruse them. You can see for yourself that they are of the highest caliber. And remember, if you ever find yourself in need of a pair, I'm fully capable of preparing custom spectacles. Na schau an. Was da so alles kam. I must go. Das klingt auf jeden Fall so, als würden wir irgendwann nochmal Augengläser brauchen. Custom Augengläser nämlich. So, da haben wir den Mega Draught. Klingt gut. Eine Bar. Da kann man, glaube ich, alle Infos kriegen, die man braucht. Villager, Villager, Bartender. Oh, der schaut gefährlich aus. Gehen wir zu dem mal. Yes, what is it? What do you know, friend? Nothing, and I recommend you keep your questions to yourself. Good day to you, sir. Okay. Die wollen alle nicht reden. What do you want? Just having a drink. Hey, perhaps you are interested in a game of wits? I'll bet you 500 coins you don't know the answer to a question I have. What do you say? Ich sage goodbye. Okay, diese Leute sind da nicht wirklich brauchbar. Was ist mit denen hier? Half-Orc und Human Villager. Die haben alle keinen Namen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwas Sinnvolles machen, ist eher gering. Hallo Bartender. Naja, nehmen wir mal einen Drink. Any rumor? Have you met William Thorndop? He's quite a strange one. Ja, ich glaube, den haben wir. Das ist der vom Tempel, der sich die Daumen abgeschnitten hat. He must be a bit daft to do what he's done to himself. Ja, wahrscheinlich. Okay, fahren wir weiter. Have you heard of the ancient shipwreck meant to be a short ways up the coast from here? Many have tried to find it, but few have returned from the attempt. Das klingt gut.
Das können wir auch suchen, wenn es ist nachher mehr Erfahrungspunkte. Do you need anything else? Mhm. Hm. Barkeeper sind auf jeden Fall das, wo man hingehen sollte wegen Rumors. Die kann man nämlich so lange durchgehen, bis man alle Rumors durch hat. I've heard that people have been seeing zombies around the graveyard. Okay, die haben wir schon erledigt. I heard an old adventurer passing through here the other day. I don't know what he found, but I heard him mention these coordinates 617W528S. Vielleicht sollte ich mal das aufschreiben, ich weiß nicht, ob ich mal das merke. Hm, 617W und 528S. Dort wird wahrscheinlich irgendwas sein auf der großen Karte. Thank you very much. If you're in need of a skilled sea captain, Edward teaches the man you see. Mhm, genau, zu dem müssen wir eh. If you happen to be over by the cemetery gates, steer clear of the wizard who's standing by them. What a complete and utter snob. Ja. An old adventurer came through here last week. He said that he found some old ruins to the northwest beyond the Grey Mountains. He said that in the ruins was an old altar made of solid gold. Oh, das klingt gut. Vielleicht sollten wir uns das auch aufschreiben. Nordwesten von Ashbury. Ja, so viele Mini-Quests. So viele mögliche Sachen. Die Hauptquest geht immer weiter in den Hintergrund. Ja, lass mir noch mehr erzählen. Irgendwann mal sagt er, glaube ich, entweder wieder das gleiche wie vorher oder er sagt, er hat mir nichts mehr zu erzählen. Have you run into Kendrick Wales here in Ashbury? Weiß ich nicht. He's running around telling everyone that he's writing a book, but won't tell anyone what it's about. Nein, den haben wir noch nicht getroffen. Ah, okay, gut. Gut, na, das heißt, wir sind ja eh schon fast durch. Aber wir haben immerhin den Hinweis für drei Sachen. Die Küste entlang. Ich weiß noch nicht mehr genau, in welche Richtung. Allerdings, vielleicht steht das da drinnen. Kann es sein. Nicht bei den Quests, sondern hier bei Rumors und Notes. Oh Gott, wir haben bereits 24 Seiten gefüllt. Yep. Da steht alles drinnen, was wir gehört haben. Mhm. Die Koordinaten stehen auch hier, das heißt, wir müssen uns gar nichts aufschreiben, wir müssen nur nachlesen. Rumor has it that there are zombies, ja. There's a rumor around Ashbury of a mysterious ancient shipwreck somewhere up the coast from Ashbury. Hm. Naja. Nachdem es jetzt Nacht geworden ist und wir gesagt haben, wir gehen auf jeden Fall noch nicht zur Isle of Despair, könnten wir eigentlich jetzt... So, da ist das Ding. Da sind Schiffe. Da können wir dann wegfahren. Da hinten waren wir. Da ist der... Nein, da ist er nicht. Irgendwo da muss der... Ich glaube, da ist der Tempel. Da hinten gab es da hinten, ob es da hinten was gibt, ich glaube eher nicht. So, warte mal, wo sind wir da? Und wir wollen zu dem Haus da drauf. Na dann. Okay, let's move.
Burschen. Und ich werde in der Zwischenzeit trinken, während hier geht's. Keiner wollte, dass wir dort reingehen, aber wir tun's trotzdem. Mühsam, dass sie da nicht auch schneller rennen können. Obwohl ich ja, also irgendwie, ich glaube ja, das liegt eher an mir und an dem Rechner. Also ich glaube, mein Rechner ist irgendwie nicht in der Lage, da gescheit mitzukommen. Darauf. So ist es brav, meine Lieben. Hoppi hoppi. Passage. Schauen wir mal. So, vielleicht sollten wir uns aber gleich bezaubern. Schauen wir mal. Wie ist denn das eigentlich? Was habe ich denn jetzt für eine... Wieso ist das Charisma noch immer auf 12? Habe ich ihn nicht heilen lassen? Verstehe ich nicht. Muss man nachher anschauen. Dex ist auf 15 bereits. Wow. Habe ich ihn nicht heilen lassen. Reputation Zero Shooted Hills because of your heroic efforts to help. Ja, 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 ja. Liegt das wirklich nur daran? Ja, weil die Scars habe ich nicht mehr. Ah, okay, ich bin deswegen rot, weil ich diesen Fluch auf mir habe. Okay, na gut, schauen wir mal. Wie schaut es denn hier aus? Ah, wir sehen nichts. Gut. Also da geht's raus. Das heißt, wir gehen einmal da so weiter. Ich kann mich wieder erinnern. Ah, warte mal, was machst du da? Könntest du aufhören da? Au! Hey, wir sind gestiegen, das ist ja schon gut gegangen. Ah, da ist noch ein Ghoul. Auf ihn mit Gebrüll. Oh Gott, sind wir unfähig. Huch. Ich wollte eigentlich ganz gerne steigen. Okay.
Regel macht, ja. Finde ich okay. So, gehen wir mal die Wand weg. Ja, da ist noch einer. Das sind nur Level 6 und ich tue mir so schwer mit denen. Das ist kein gutes Zeichen. Was ist das für einer? Putrid Walker, der ist Level 12, na okay. Oh, machen wir einfach einen gescheiten Feuerball auf das Ding. Au. So, gehen wir mal in diese Richtung. Kommt's mit dir würsteln. Ich will nämlich aufsteigen. Steigen, 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 steigen. Das ist gar nicht mal so einfach. Was machen wir jetzt? Charisma ist wichtig, aber eigentlich ist auch Willpower wichtig, weil wir brauchen, damit wir da eins weitergehen, Willpower 15. Puh, das ist echt mühsam, da auf die richtigen Werte zu kommen. Wir könnten aber eigentlich auch Strength of Earth nehmen, weil damit könnten wir dann den Auftrag mit den Steinen erfüllen. Ha! Ja, aber Strength of Earth ist nicht so schlimm. Und Stone Throw ist eigentlich auch nicht so schlecht. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Angriffszauber. So gesehen ist das gar keine schlechte Idee gewesen. Wir könnten zwar auch jetzt schon machen. Vielleicht gar nicht auf uns, sondern auf den Gar oder auf den Schuka. So, schauen wir mal. Gibt's da hinten irgendwas? Nein, schaut nicht so aus. Oh ja, warte mal, da geht's aber schon weiter. Ja. Vielleicht sollte ich wirklich die Stärke auf mich zaubern. Auf jeden Fall machen wir jetzt eine Feuerwand. Das sollte helfen gegen den, oder auch nicht, weil sie weg ist. Hey, ich habe gedodged. Schau was an, was ich kann. Ah, könnten wir den bitte treffen? Ausgezeichnet. Diese Dinger haben natürlich alle nichts dabei. Zombie, ein Ghoul. Ah, da ist locked. Das heißt, da kommen wir nicht einfach so rein. Da ist auch locked. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg suchen. Irgendwo könnten wir doch da sicherlich einen Schlüssel finden. Für so Leute wie mich, die Lockpicking-mäßig ziemlich katastrophal benannt sind.
ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Hoffen wir zumindest mal. So, warte mal, gehen wir da in der Mitte durch. Oder gehen wir auf der Seite. Gehen wir da auf der Seite. Dann haben wir nämlich diese Richtung auch abgeschlossen. Ist auch versperrt. Ja, schauen wir mal einfach irgendwo. Schaut nicht so aus. Na hey, hörst du auf mich zu schlagen? Was fällt dir ein? Noch ein Nickel. Genau, stellt euch bitte nicht zu sehr in eine Reihe. Ich würde da ganz gerne eine Mauer jetzt bauen, ne? Eine Mauer aus Flammen. Quasi eine Flammenmauer. Gut, komm her. Flammenmauer. Ausgezeichnet. Bis jetzt hatten wir noch kein großartiges Encounter, wo wir uns fürchten hätten müssen. Vielleicht nichts, aber Heavy Rags. Na, schau dir das an. Und eine Axe. Schau mal. Wenn du das nimmst, siehst du das an? Ja, das ist offensichtlich eine stärkere Rüstung. Human Guard. There is nothing to do. Ein Durchbruch. Schaut ja schon ganz gut aus. Das ist auch offen. Wir räumen da drinnen auf, genauso wie man am, wie heißt das, am Friedhof. Da sind wir auch einen Haufen von diesen Zombies entgegengetreten. So, was sind das für welche? Die sind Level 6. Das sind nämlich relativ viele, aber werden wir wahrscheinlich einen Feuerball einsetzen.
ist so. Hallo? Da geht's auch weiter. Nein, da geht's nicht weiter. Das ist auch versperrt. Oh, verstehe. Da geht's runter. Und da sind Gore Guards, die Level 22 sind. Also das heißt, die sind auf jeden Fall stärker. Nicht so einfach zu besiegen. Mhm. Also eh recht nett vom Spiel, dass es uns dort jetzt noch nicht reinlässt. Es zeigt uns quasi... Huch. Wir hätten nicht zufällig... Hättest nicht zufällig warten können. Yay, Gold! Nix. Ich glaube, da sind wir jetzt wieder beim Main Corridor. Wir schon rein sind. Kann das sein? Jupp, kann sein. Da gegenüber ist das, was quasi genau gegenüber von dem ist. Alte Tische voller Gebeine. Kommen welche. Netterweise kommen sie zu mir. Auf ihn mit Gebrüll. Los, Odo. Erledige ihn. Boah, bist du wahnsinnig. Der Chuka ist ein Wahnsinn. Dir? Nein. Du auch nicht. Ich finde es ja interessant, dass hier überall Bücherregale sind, aber Bücher kannst du nicht rausnehmen. Hm. Ja, sicherheitshalber. Putrid Walkers. Sie riechen uns schon. Ah, oh, da ist sogar eine Kiste für kommende schwere Zeiten. Okay, es ist trotzdem relativ gefährlich, so zu kämpfen. Das mag vielleicht nicht so ausschauen, aber für einen eher langsamen Typen wie mich ist es schon ziemlich lebensbedrohlich, was da abgeht. So, da haben wir noch mehr Gold. Mal schauen.
Gibt's sonst irgendwo Gold? Nein, das ist nur Dekomaterial. Gut, an dieser Stelle, meine lieben Freunde, werde ich für heute wieder Schluss machen. Ich spüre nämlich gerade, dass ich müde werde. Außerdem sollten etwa 35 Minuten vorbei sein. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, wo ist der Zombie? Ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes.